Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem DAX-Gespräch mit dem Roland Jegen von WH Self Invest. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich freue mich auf die spannenden Informationen. Und da sind wir auch beide im Bild. Hallo Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Gilt für diejenigen, die Short investiert sind. Wer Aktien jetzt am Donnerstag oder Freitag gekauft hat, mehrheitlich, der dürfte erst einmal im Minus sein, denn die Abwärtstendenz geht scheinbar weiter. Genau, der Abwärtstrend geht weiter, hat sich sogar beschleunigt insbesondere über die letzten beiden Handelstage. Gerade auch nochmal am Freitag nach den US-Verbraucherpreisen war da wirklich Risk-Off angesagt. Also alle Aktienmärkte haben eigentlich sehr, sehr stark abverkauft. Und ja, das scheint sich in der neuen Woche erstmal fortzusetzen. Wir sehen große Gaps teilweise in den Märkten und da schauen wir uns mal an, was wir insbesondere in dieser Woche jetzt auch charttechnisch zu erwarten haben. Ja, und da ist natürlich immer wichtig, das Risiko im Auge zu behalten bei solchen starken Schwankungen. Deswegen der Risikohinweis, der kommt von dir und dann sind wir auch schon direkt im Nano-Trader. Ganz genau, da gehen wir gleich direkt in die Plattform und schauen uns die Märkte an. Wir können gerne mal im DAX mit dem Chart starten, den wir uns in der letzten Woche schon mehrmals angeschaut haben. Und ja, nachdem wir in der Vorwoche hier die obere Trendkanalbegrenzung getestet haben, ging es wirklich hier sehr, sehr zügig bergab. Wir hatten am Freitag gesagt, vielleicht ein möglicher Unterstützungsbereich oder Short-Ziel auf der Unterseite wäre diese Marke von ca. 13.800. Die hat auch am Freitag knapp gehalten dann zum Schluss hin. Aber heute wirklich, hier sehen wir nochmal das relativ große Gap auch jetzt zur Globex-Eröffnung, also heute Nacht, als der FDAX dann eröffnet hat, nochmal mit weiteren Abschlägen und das hat sich bisher fortgesetzt, sodass wir jetzt auch sehr, sehr deutlich aus diesem Aufwärtstrendkanal nach unten hier ausgebrochen sind. Ein ähnliches Bild sehen wir auch, wenn wir uns hier diese Volumenindikatoren anschauen. Das war ja ähnlich, hier hatten wir auch diese 13.800 als möglicher Unterstützungsbereich, dieses Value Area Tief des aktuellen Jahres, das schon mehrmals hier als Unterstützungsbereich gedient hat, wurde jetzt aber auch quasi direkt mit dem Gap unterschritten, sodass es ja erstmal weiterhin der Abwärtstrend hier intakt ist. Und jetzt muss man schon tiefer schauen, insbesondere auf die Tiefs, die wir hier Mitte Mai, also am 9.10. Mai ausgebildet haben, sind ein Anlaufpunkt, den man hier auf dem Chart doch recht deutlich sieht. Aber in so einer, man sieht ja diese Abwärtstendenz, die ist wirklich beschleunigt, dieser Abwärtstrend. Und da muss man gerade auf der Long-Seite dann eher sehr, sehr vorsichtig auch agieren. Ja, und dann weiß man natürlich auch, dass es entsprechend Stops bedarf, um im Handel langfristig aktiv zu sein. Denn die Schwankungen der letzten Woche, die waren fast 1000 Punkte. Genau, die war sehr, sehr gut, sehr, sehr groß, wirklich 1000 Punkte. Für Daytrader ist das natürlich immer fast ein Paradies, wenn man große Schwankungen hat. Aber man muss ja natürlich gerade bei größeren Schwankungen eher auch die Positionsgröße etwas verringern und ja, sein Stop- und Risikomanagement da sehr, sehr genau und präzise auch einhalten und nicht zu viel riskieren. Ja, du sprichst das Daytrading an. Vielleicht nochmal den Chart, den du eben gezeigt hattest. Du hattest ja einen Trendkanal uns in der letzten Woche gezeigt, wo wir am Montag so ein bisschen an der oberen, am oberen Bereich gekratzt haben. Also dann hätte man hier dort ja auch mit einer Short-Positionierung auf das weitere Fortsetzen des Trendkanals spekulieren können. Das wäre ja super aufgegangen. Genau, also das hatten wir in der Vorwoche und auch in der letzten Woche angesprochen. Wir sind ja mittelfristig immer noch im Abwärtstrend, im Big Picture. Und diese Rückläufe, die wir jetzt schon mehrmals gesehen haben, das waren immer gute mögliche Short-Signale als Swing Trade. Und das wäre sowohl in der vorletzten Woche schon möglich gewesen, als auch zu Beginn der letzten Woche, sich hier für einen Swing Trade Short zu positionieren. Und das wäre auch mit einem relativ engen Stop möglich gewesen, dann etwas oberhalb dieser Trendkanalbegrenzung. Und ja, es ist dann meistens nicht abzusehen, dass der komplette Trendkanal durchlaufen wird. Ein erstes logisches Ziel liegt für mich dann eher in der Mitte des Trendkanals. Und dann kann man natürlich dann, wenn man mit Teilverkäufen arbeitet, dann noch eine Position laufen lassen vielleicht und auf die komplette Bewegung spekulieren. Das geht natürlich nicht immer so ideal auf, wie vielleicht in diesem Fall. Aber das ist meistens eine ganz gute Herangehensweise. Ja, das denke ich auch. Ja, jetzt ist natürlich die Frage für die Anleger, die nicht auf Short spekuliert haben, sondern die Long spekulieren wollen. Wo wäre denn ein möglicher Boden? Und da habe ich die Mai-Tiefs im Blick, die wir ja schon so ein Stück weit getestet hatten heute mit der ersten Bewegung im Xetra-Markt.
Genau, die Mai-Tiefs, also das wäre jetzt hier der 9.10. Mai, im Future sind wir noch ein kleines Stück weit hier entfernt. Die liegen jetzt hier circa bei 13.350 bis 13.300. Das wäre ein mögliches Ziel, aber wie gesagt, ich wäre erstmal vorsichtig, nachdem auch dieser Trendkanal gebrochen ist, und würde dann vielleicht zumindest mal auf eine kleine Bodenbildung hier auch abwarten wollen. In dieser Woche kann es natürlich sehr, sehr volatil werden. Wir haben weiter einige große News auf dem Tisch. Die Federal Reserve, die entscheidet dann am Mittwoch wieder über die Zinserhöhung in den USA. Dann haben wir am Freitag großen Verfallstag. Da wird es häufig auch recht volatil. Das heißt, wir können hier durchaus auch stärkere Gegenbewegungen sehen oder dass sich der Abwärtstrend weiter beschleunigt. Wir sehen hier, wir sind in der letzten Woche eigentlich schon sehr, sehr weit gelaufen, wenn wir hier mal sehen, das meiste Volumen in der letzten Woche doch hier im oberen Bereich, im Bereich von ca. 14.550, und diese Abwärtsbewegung dann natürlich auch durch relativ wenig Volumen geprägt. Man darf es nicht überinterpretieren, insbesondere in den US-Märkten, weil der Rollover hat ja schon begonnen. Das heißt, es ist jetzt in den Futures so, das Volumen beginnt langsam in die September-Kontrakte zu rollen. Das Volumen im Juni-Kontrakt wird immer dünner. In den US-Märkten ist es so, dass wahrscheinlich schon ab heute oder morgen das höhere Volumen im September-Kontrakt gehandelt wird. Im FDAX ist es etwas anders. Da ist es wirklich in der Regel so, bis Donnerstag hat dann der alte Kontrakt das höhere Volumen und erst ab freitags morgens sollte man dann auch den neuen Verfallsmonat, in diesem Fall jetzt hier den September-Kontrakt, handeln. Aber dass das so, da das Volumen so ein bisschen gesplittet ist, muss man da immer auch in dieser Woche etwas vorsichtiger mit diesen Volumenanalysen sein. Also es kann durchaus sein, dass wir auch eine sehr, sehr starke Counter-Trend-Rally bekommen, insbesondere vielleicht zur Entscheidung der Federal Reserve. Aber es kann dann auch ebenso sein, dass das genauso schnell wieder abverkauft wird. Also ich rechne in dieser Handelswoche durchaus auch mit deutlich erhöhter Volatilität. Da kommt ja einiges zusammen. Die FED-Sitzung und Verfall kurz danach, ist es vielleicht für jemanden, der nicht so tief in der Materie steckt oder kein Daytrader ist, besser sich zurückzulehnen und abzuwarten? Oder wie würdest du hier rangehen? Ja, also ich wäre auf jeden Fall eher vorsichtig und würde meine Positionsgrößen vielleicht sogar etwas reduzieren. Und für den einen oder anderen bietet es sich an. Also ich kenne durchaus auch Trader, die sagen, in so einer Woche mit Verfall und Fed-Entscheidung handle ich dann vielleicht sogar gar nicht. Oder wenn sich wirklich nur ein ganz deutliches Setup bietet und dann warte ich auf die Chancen, die sich dann vielleicht, wenn der Markt sich dann entsprechend vielleicht ausgetobt hat, um es mal so auszudrücken, ganz salopp, dann in der nächsten Woche wieder zu starten. Das handhabt jeder anders. Ich handle eigentlich durchgehend ganz gerne, aber fahre dann vielleicht eher die Positionsgrößen etwas herunter. Ja, ist ein guter Hinweis, den man beherzigen sollte. Ansonsten tut es auch mal weh. Aber das gehört, glaube ich, beim Trading auch dazu, dass man hier mal Verluste mitnimmt, um daraus zu lernen letzten Endes. Genau, also das gehört natürlich mit dazu. Verluste gehören im Trading einfach mit dazu. Es hat keiner eine hundertprozentige Trefferquote, egal welchen Ansatz man letztendlich verfolgt. Die Trefferquote liegt bei manchen vielleicht nur bei 50%, bei dem einen oder anderen, der vielleicht dann ein etwas schlechteres CAV hat, liegt die vielleicht auch sogar bei 70%. Aber immerhin sind dann immer noch 3 von 10 Trades ein Verlust, und mit diesen Verlusten muss man letztendlich auch umgehen können. Ja. Ja, das stimmt. Na gut, es gibt ja nicht nur den DAX, es gibt ja auch noch andere Underlines. Wir hatten in der letzten Woche auch auf den Nasdaq mal geschaut am Freitag. Der kam ja kaum zum Stehen. Und wenn man sich heute die Vorbörse hier mit einverleibt, dann sind wir ja auch an den Tiefs vom Mai schon zumindest in Sichtweite. Genau, also in US-Märkten ist es so, nachdem wir im DAX ja von den Jahrestiefs, die wir zu Beginn der Ukraine, des Ukraine-Krieges etabliert haben, noch ein gutes Stück weit entfernt. In den US-Märkten sind wir wirklich kurz davor, jetzt die Jahrestiefs zu testen. Die haben wir ja erst vor kurzem quasi ausgeprägt, also Ende Mai, zwischen dem 20. und 24. Mai hier im Nasdaq. Und da sind wir jetzt wirklich schon dran. Also da kann es sein, dass wir wirklich zur Kasseröffnung da auch nochmal drunter laufen. Da sind wir wirklich nur noch wenige Punkte von entfernt. Also die Tiefs im Bereich von 11.500, da kratzen wir jetzt wirklich schon hier dran.
Also da wird es spannend, wie der Handel da losgeht. Du hast uns am Montag oder für den Montag immer die Tops und Flops aus den DAX mitgebracht. Und ja, wir haben in der letzten Woche ja schon darüber geredet, dass es auch eine Umschichtung gibt, dass die Delivery Hero zum Beispiel rausfliegt. Und da gab es nochmal so einen kleinen Freudensprung. Oder wie versteht man das? Es gab einen kleinen Freudensprung und ja, der ein oder andere wundert sich vielleicht, dass ich überhaupt Delivery Hero noch in meiner Liste habe. Es wurde natürlich letzte Woche oder in der vorletzten Woche am Freitag dann verkündet, dass die Aktie ausgetauscht wird gegen den Beiersdorf. Aber der Umstellungstermin ist letztendlich erst der 20. Juni. Das heißt, in einer Woche wird dann letztendlich diese Umstellung vollzogen und die Delivery Hero steigt ab in den MDAX und die Beiersdorf steigt dann auf in den DAX, sodass wir diese Woche auch nochmal hier den Delivery Hero quasi als Wochengewinner präsentieren können mit plus 3,85%. Also die hat nochmal so eine kleine Rallye entgegen des allgemeinen Markttrends hingelegt. Wir hatten in der letzten Woche auch wirklich nur diese drei Aktien, die die Woche im Plus beendet haben. Alle anderen 37 Aktien aus dem DAX 40 waren im Minus. Und auf der Verliererseite hier zu finden eine Deutsche Post mit minus 7,8%, eine Infineon mit minus 8% und das Schlusslicht der letzten Woche war Zalando mit minus 12,66%. Ja, auch da, du hattest ja gerade die Parallele zum US-Markt aufgezeigt. Der US-Markt ist schon an den Jahrestiefs nah dran, der DAX noch nicht. Auch da gibt es eine Parallele zwischen Gewinnern und Verlierern, denn im Dow Jones gab es nur eine Plusaktie. Genau, also es ist wirklich, man sieht häufig ein ähnliches Bild dann, dass wirklich, wenn der Index ganz schlecht ist, gibt es nur ganz, ganz wenige Gewinner. Hin und wieder hat man sogar überhaupt keinen Gewinner, aber meistens sind es ein paar wenige Outlier, die dann doch die Woche mit einem Plus beenden können. Dann lass uns die mal gerne aufgreifen. Die Infineon vielleicht, da wir den Nasdaq hatten und das ist ja ein Technologiewert als erstes. Und ich gucke mal, ob ich das Licht aus meinem Gesicht bekomme. So, dann öffne ich mal die Infineon hier. Und da sind wir wieder auf einem sehr markanten Niveau, das wir auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal hier angesprochen haben. Hier sieht man auch noch die mögliche Unterstützungslinie, die ich hier auch schon seit längerem hier eingezeichnet habe. Das ist ein Bereich, den wir auch schon 2017, 2018 als Widerstandsbereich hatten. Und dann sind wir zwischenzeitlich dann mit dieser großen Aufwärtsrallye da nach oben ausgebrochen und haben diese wichtige Unterstützung im Bereich von 25,5 bis 26 Euro jetzt in der Vergangenheit, in den letzten 3 Monaten auch mehrmals von oben getestet. Das sah so auch aus nach einer möglichen Bodenbildung. Ja, quasi bis zum heutigen Tag, wo wir jetzt nochmal mit einem Abwärtsgap in diesen Bereich wirklich reinlaufen. Und das ist wirklich ein interessantes Niveau. Man muss jetzt wirklich schauen auf Tagesschlusskursbasis, ob wir diesen Bereich vielleicht nochmal zurückerobern können und vielleicht sogar bei 25,5 bis 26 schließen könnten oder sogar hier im Gap-Bereich, dann würde das durchaus vielleicht dann auch ein Long-Signal hier generieren. Ansonsten sollten wir wirklich unterhalb dieses Unterstützungsbereichs, wo wir jetzt auch aktuell handeln, schließen, ist es dann so, dass wir vielleicht sogar in nächster Zeit hier deutlich auch tiefere Kurse sehen könnten. Und dann ist die mögliche Bodenbildung hier erstmal vom Tisch. Also auf jeden Fall auch für eine Infineon wird das heute ein sehr, sehr spannender Handelstag. Ja, auf jeden Fall. Und da weiß man ja auch, dass für die nächsten Jahre die Auftragslage ganz gut aussieht im Chipsektor, aber trotzdem die Margen relativ gering sind. Und vielleicht ist es deswegen kein reiner Zukunftswert, so eine Infineon, sondern muss sich messen lassen mit allen anderen Werten, die in dem aktuellen Marktumfeld ja durchaus Probleme haben bei den Margen. Genau, durchaus Probleme haben. Man sieht es auch in den USA, in der Chip-Branche, bei den Semiconductors, da gibt es ja auch so einen eigenen Spartenindex, der auch sehr, sehr schwach performt hat, insbesondere in der letzten Handelswoche. Und da sieht man es dann auch bei allen Chip-Produzenten, die da auch ja, ordentlich zu kämpfen haben. Die Auftragslagen sehen sehr, sehr, sehr gut aus, weil Chips werden überall benötigt, sogar immer mehr. Jedes Auto hat mittlerweile einen eigenen Chip und natürlich auch jedes Elektronikgerät, das man nutzt. Aber wenn die Margen kleiner werden, belastet das natürlich auch die Aktien teilweise recht deutlich.
Und das gilt auch für die Deutsche Post, die war auch einer der Verlierer der letzten Woche. Die möchten wir uns auch gerne mit anschauen heute, weil hier die Energiepreise insbesondere über die Preise an der Tanksäule zu Buche schlagen. Das Porto wird zwar immer mal regelmäßig erhöht bei der Deutschen Post, aber man hat ja nicht nur steigende Personalkosten, sondern eben auch über die Energiepreise. Wenn ich die Postautos sehe, wie emsig sie umherfahren, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Block durchaus auf die Margen durchschlägt. Genau, der schlägt dann durchaus durch. Und ich denke, da ist auch die Umstellung vielleicht zum Thema E-Mobilität noch nicht vollzogen. Jedenfalls kenne ich hier noch kein DHL-Fahrzeug oder Fahrzeug von der Deutschen Post, was mit einem E-Auto fährt. Bei uns hier in der Region, das mag in Großstädten vielleicht schon anders sein, aber da denke ich, muss in den nächsten Jahren auch eine Umstellung vollzogen werden. Und ja, aktuell gerade die steigenden Benzin- und Dieselpreise schlagen dann natürlich auch hier entsprechend auf die Margen und damit auch auf die Aktie direkt, die jetzt hier doch nochmal deutlich eine Abwärtsbeschleunigung hier erlebt. Wir befinden jetzt im Bereich, wo wir hier kurzzeitig mal konsolidiert haben nach dieser Rallye, die wir nach der Corona, also nach dem Beginn des Corona-Crashs quasi hier vollzogen haben. Das ist ein Bereich, der durchaus interessant sein könnte, weil wir vor diesem Corona-Crash hier auch längere Zeit konsolidiert haben in diesem Bereich von 34 bis 35 Euro könnte man sagen, also den sollte man durchaus auf dem Zettel haben, ob hier die Aktie sich fangen kann und hier vielleicht den Boden ausbilden könnte. Das muss man aber die nächsten Handelstage erstmal beobachten. Aktuell wirklich der Abwärtstrend weiter hier intakt und hat sich sogar quasi nach unten beschleunigt. Die gleitenden Durchschnitte wirklich sehr steil hier nach unten geneigt. Da kann es natürlich, wie man es auch hier schon im März gesehen hat, durchaus auch immer wieder zu sehr, sehr schnellen Gegenbewegungen kommen. Das mag auch in nächster Zeit wieder möglich sein. Aber aktuell ist es wirklich so, dass hier die Verkäufer die Oberhand aktuell haben. Ja, ich hatte schon angedeutet, dass man versucht, mit Preiserhöhungen da ein bisschen gegenzuwirken. Ich habe mal die aktuellen mitgebracht und zwar finden die zum 1. Juli statt, also schon in 2,5 Wochen. Und da geht es um Pakete. Die kleinsten Pakete, hast du da irgendwie eine Vorstellung oder gehst du öfters zur Deutschen Post? Was denkst du, so ein kleines Paket bis 2 Kilo, was kostet das? Gute Frage. Nicht so häufig. Manchmal sind es dann Rücksendungen, die doch zum Glück immer noch kostenfrei sind bei den meisten Online-Händlern. Ich weiß nicht, wo wir da aktuell bei 3,95 vielleicht? Ja, das hat die auch im Hinterkopf. Aber mittlerweile, es war schon auf 4,99 angehoben worden in den Okay. letzten Jahren. Jetzt geht es auf 5,49. Also muss man sich auch vor Augen halten. Das ist schon ein Deluxe-Döner fast. Das ist wirklich schon auch eine deutliche Erhöhung dann von mehr als 10% wieder. Und ja, die Pakete werden dann wirklich schon sehr, sehr teuer. Ja, genau. Also bei den Großen will ich gar nicht jetzt nachschauen in der Tabelle, aber das soll auf alle Fälle helfen, das so ein bisschen aufzufangen von den Energiekosten. Und klar, wir denken uns immer, ein Retourenlabel ist oft beigelegt. Man bestellt vielleicht bei Amazon oder bei einem anderen Händler, wenn es einem nicht gefällt, kann man sie jederzeit zurückschicken. Das fühlt sich gut an als Kunde, aber diese Kosten, die entstehen ja trotzdem. Und die zahlen eben dann nicht wir, sondern die zahlt das Versandhaus und auch die werden es über irgendeinen Weg an die Kunden weitergeben müssen. Natürlich werden die es umlegen dann letztendlich schon auf den Verkaufspreis. Und da hat man in den Medien ja auch immer wieder gehört, dass die Tendenz bei vielen Online-Händlern dahin geht, sogar vielleicht die Rücksendung nicht mehr kostenlos anzubieten. Die großen Amazon und Zalando haben bisher, glaube ich, gesagt, sie möchten das nicht machen. Aber es kann durchaus sein, wenn da die Margen auch immer kleiner werden, dass es irgendwann so weit kommt. Natürlich sollte man auch als Verbraucher versuchen, immer nur so wenig wie möglich zurückzuschicken. Also ich handhabe auch das so, dass es wirklich eher die Ausnahme ist, dass da mal was zurückgesandt ist, wenn es wirklich nicht passt an Kleidung oder wenn dann wirklich mal irgendwas sogar defekt ist oder ähnliches. Ansonsten sollte man versuchen, natürlich diese Rücksendungen auch so gering wie möglich zu halten. Ja, so ein bisschen grünen Gedanken im Hinterkopf. Und meine Erfahrung war zumindest, wenn du Kleidung ansprichst, dass das online bei mir gar nicht funktioniert hat. Also ich muss tatsächlich die Sachen anprobieren. Insbesondere Schuhe ist immer so ein Paradethema, nicht nur bei Männern, auch bei Frauen. Ja. Man lässt sich die zuschicken, man braucht vielleicht eine Zwischengröße, dann drückt es rechts, oben, links und am Ende hast du irgendwie 4, 5 Schuhe dir zugesandt und die passen alle nicht. Du schickst alle zurück, bist frustriert und gehst dann doch zum Fachhändler. Dann kann man auch gleich dahin gehen.
Nee, das sehe ich auch so. Gerade bei Schuhen gehe ich auch lieber in den Schuhladen vor Ort und probiere die Schuhe da an. Weil da, selbst wenn man seine Größe kennt, fallen die Schuhe oft so unterschiedlich aus, sodass man doch eine größer oder kleiner benötigt. Also da sollte man vielleicht eher vor Ort gehen. Bei dem T-Shirt ist es vielleicht anders, wenn man da seine Größe kennt, dann passt es in der Regel oder seine Hemdgröße, wenn man immer die gleiche Marke verwendet, dann kann man vielleicht auch mal das eine oder andere Hemd oder T-Shirt bestellen. Aber bei anderen Produkten ist es so, dass ich die auch lieber vor Ort anprobiere. Ich wollte schon sagen, uns beide hat man doch noch nie im T-Shirt im Internet gesehen, oder? Das stimmt. Im Internet nicht, aber in der Freizeit schon. Okay, aber wir wollen nicht zu weit in die Freizeit gehen, sondern überleiten zu Zalando. Auch da gab es ja letzte Woche eher Kursverluste. Und das ist ja so ein typischer Online-Händler. Und gerade im Sommer, wenn das Wetter passt, wenn die Innenstädte geöffnet haben, wenn man vielleicht auch nicht mehr überall eine Maske tragen muss, hat Zalando einfach ein Problem mit der Akzeptanz. Genau, also da sieht man wirklich, es war wieder mal die schlechteste Aktie im DAX, auch schon jetzt in der zweiten Woche in Folge. Und charttechnisch sieht man wirklich, dass alle Gewinne, die jetzt quasi seit Beginn der Corona-Pandemie hier angehäuft worden sind, in der Aktie wieder zunichte gemacht worden sind. Also wir befinden uns wirklich im Bereich der Covid-Lows hier vom März 2020, knapp unterhalb der runden Marke von 30 Euro. Die testen wir jetzt quasi hier und da muss man schauen, ob jetzt wirklich hier wieder Kaufinteresse reinkommt in die Aktie und dann jetzt vielleicht auch eine Gegenbewegung hier starten könnte. Also das ist wirklich ein sehr markanter Bereich. Aber man sieht wirklich auch, wie dynamisch hier die Abwärtsbewegung letztendlich vollzogen wurde. Es gab kaum mal einen nennenswerten Rücksetzer hier. Also der 100-Tage-Durchschnitt, der wurde jetzt seit September des letzten Jahres nicht mehr getestet. Also es waren immer nur kleinere Gegenbewegungen. Und jetzt nochmal die Abwärtsbeschleunigung. Und jetzt muss man wirklich schauen, wie die Aktie in diesem Bereich hier letztendlich reagiert, ob hier größeres Kaufinteresse reinkommt. Bei vielleicht einer entsprechenden Chart-Formation oder Bodenbildung könnte man hier durchaus auch auf eine recht große Gegenbewegung spekulieren. Also man sieht hier, wie viel Potenzial die Aktie auch nach oben hat. Aber man muss weiterhin hier sagen, auch, dass man hier vorsichtig agieren sollte. Ja, und was hinzukommt, ist vielleicht, dass man hier auch weitere Konkurrenz mitbekommt. Also Zalando war in den letzten Jahren ja für mich zumindest der einzigste große Online-Modehändler. Aber dann gab es auch noch eine About You, die wächst ordentlich. Und jetzt gibt es noch eine ganz neue Konkurrenz aus der Türkei. Hattest du davon schon gehört? Welche Marke meinst du? Trendyol heißt die. Die sagt mir in der Tat noch nicht wirklich was. Ich glaube, den Namen habe ich ja mal irgendwo gehört. Ich war aber in der Tat noch nie auf deren Seite. Es gibt natürlich immer mehr auch größere Online-Versandhändler. Es gibt aber mittlerweile auch fast jede eigene Marke hat ja den eigenen Versandhandel, sodass man nicht unbedingt sogar zu Zalando oder zu Otto oder wo auch immer hingehen muss, sondern man kann natürlich jede Marke auch direkt in deren Online-Shop bestellen, sodass dieses Geschäft natürlich des Online-Versands auch nicht einfacher wird für so einen Versandhändler, der dann letztendlich alles anbietet. Das stimmt, ja. Aber ich kannte sie vorher auch nicht, aber ich hatte gelesen, dass die jetzt nach Deutschland expandieren wollen, dass sie in der Türkei selbst schon Amazon überholt haben, was das Modesegment angeht. Also da ist ein ordentlicher Anstieg der Umsätze zu verzeichnen gewesen. Preiswerte Mode ist da das Stichwort, also vielleicht auch gerade in der heutigen Inflationszeit eine Alternative zu den Marken, die mehrheitlich Zalando ja anbietet. Da geht es ja um Markenwaren. Und wenn man den Gründern Glauben schenkt, so haben sie im vergangenen Jahr 90 Millionen Euro Umsatz allein in Deutschland schon gemacht und wollen dieses Jahr 400 Millionen anpeilen, nächstes Jahr dann die Milliardenmarke knacken, also eine ernstzunehmende Konkurrenz. Ernstzunehmende Konkurrenz und das hört sich wirklich nach einer großen Vision an. Da muss man schauen, ob das letztendlich gerade auch vor dem Hintergrund der Inflation aufgeht, dass vielleicht der ein oder andere neigt natürlich dann eher dazu, vielleicht auch eine etwas günstigere Marke oder No-Name-Produkte zu kaufen. Andere verzichten natürlich ganz auf gewisse Produkte, wenn sie sagen, ja, jetzt muss ich mir jetzt wirklich noch ein neues Kleidungsstück zulegen oder trage ich vielleicht die alten noch etwas weiter, wenn ich schon viel weniger Geld letztendlich am Ende des Monats im Portemonnaie habe. Von daher finde ich das schon, sind sehr ambitionierte Ziele und da muss man schauen, ob die letztendlich auch aufgehen.
Genau, und ich wollte es schon mal erwähnen, falls wir später mal drauf zu sprechen kommen, dass wir wissen, hier gab es schon mal was. Und das kann man ja auch im Archiv auf YouTube dann sehen, diese Aufzeichnung vom Video. Und ja, da wird der ein oder andere sagen, aha, Zalando vom Jäger zum Gejagten, die haben es damals schon mal erwähnt. Ganz genau. Ja, lass uns als letzte Aktie hier auch gerne, das ist auch ein Wunsch gewesen hier in der Community an dich, die Deutsche Bank anschauen. Denn die Deutsche Bank müsste ja eigentlich, so meint man, im Zinsumfeld stark profitieren. Aber da erstens bei der EZB die Zinsen gar nicht angehoben wurden, gab es eine kleine Ernüchterung. Und zweitens auch die US-Banken sehr, sehr schwach waren in der vergangenen Woche, hat es die Deutsche Bank auch wieder nach unten gedrückt. Genau, die Deutsche Bank hat es nach unten gedrückt und wir können uns vielleicht dann in dem Zusammenhang auch nochmal kurz den Bankenindex anschauen. Der Gerne. passt da immer sehr, sehr gut. Dann hat man nicht nur eine Einzelaktie, sondern hat quasi hier den Eurostoxx Bankenindex, wo nicht nur deutsche Banken, sondern dann auch französische, niederländische, belgische und so weiter enthalten sind. Und da sieht man auch schon, dass wir jetzt heute hier mit einem Gap unter eine sehr, sehr wichtige Marke drunter gegappt sind, letztendlich mit der Kurslücke. Weil das war schon Bereiche, diese circa 82,5 bis 83 Punkte Marke, die mehrmals in der Vergangenheit hier als Unterstützung gehalten hat. Und dann ist es ja sehr häufig so, je häufiger man eine Marke anläuft, irgendwann bricht sie auch. Und heute letztendlich hier mit der Kurslücke deutlich unter diese Unterstützung hier auch, unter dieser Unterstützung eröffnet und im Bereich von 82 Punkte. Mittlerweile waren wir schon deutlich tiefer, kratzen hier an der 81-Punkte-Marke und sind jetzt auch schon fast wieder im Bereich der Tiefs, die wir hier Mitte Mai ausgeprägt haben. Also das sieht aktuell auch sehr, sehr schwach hier aus im Bankenindex generell. Und ja, die Tiefs, die wir im Anfang im März etabliert haben, sind noch ein Stück weit entfernt. Also die lagen unterhalb von 75 Punkten. Aber hier ist doch letztendlich auch diese Abwärtsbeschleunigung sehr, sehr deutlich zu erkennen. Und da können wir nochmal zurückgehen in die Deutsche Bank, die ja hier erstmal ja, sehr volatil war in den letzten Monaten, da etwas oszilliert hat um die gleitenden Durchschnitte, aber letztendlich hier ja, sich nicht deutlich darüber halten konnte, überm 100- und 200-Tage-Durchschnitt, ist runtergefallen. Hier gab es nochmal kurzzeitig auch den Retest, dann die Abwärtsbewegung. Zwischenzeitlich hat man jetzt auch versucht, hier nochmal dieses Tief zu halten. Es gab nochmal eine etwas kleinere Gegenbewegung, aber insbesondere in den letzten beiden Handelstagen jetzt auch der sehr, sehr starke Abverkauf. Wir liegen jetzt wieder deutlich unter auch dieser runden und psychologisch wichtigen Marke von 10 Euro. Und ja, sind jetzt hier auch kurz davor, die Tiefs von Mitte Mai hier vielleicht in den kommenden Tagen zu testen. Ja, also sieht insgesamt gar nicht so interessant aus. Die Commerzbank übrigens ähnlich, ja. Also da haben wir auch einen Kursabschwung gesehen und vielleicht ist die Zeit noch gar nicht reif für die Finanzwerte. Genau, vielleicht muss man da noch etwas abwarten, insbesondere auch, bis die EZB dann auch wirklich mal die Zinsen erhebt. Und ja, die hat es angekündigt für Juli, aber da muss man wirklich wachen. Wahrscheinlich wird es nur ein sehr kleiner Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten und dann vielleicht im September ein etwas größerer. Aber da muss man noch etwas abwarten und dann kann es durchaus auch etwas dauern, bis dann letztendlich die Bankenwerte dann auch vielleicht stärker darauf reagieren. Eine Commerzbank hier etwas stärker, muss man ganz klar sagen, als eine deutsche Bank, die sich ja schon wieder hier im Bereich der Tiefs befindet. Eine Commerzbank hat hier wirklich eine ordentliche Rallye hingelegt im Verlauf des letzten Monats, könnte man circa sagen, der letzten 20, 25 Handelstage. Jetzt kommt hier der Rücksetzer, aber hier handeln wir noch deutlich oberhalb des 100- und 200-Tage-Durchschnitts. Von daher könnte die Commerzbank hier vielleicht auch eher interessant werden für einen möglichen Long-Einstieg. Also wenn wir hier nochmal einen Rücksetzer bekommen, vielleicht bis in den Bereich 7,3, 7,4 Euro und dann vielleicht auch der Gesamtmarkt schon wieder etwas dreht, würde ich hier vielleicht so eine Commerzbank auf der Long-Seite auf jeden Fall einer deutschen Bank hier durchaus vorziehen. Ja, noch zwei Informationen zur Deutschen Bank nachgereicht. JP Morgan hat das Kursziel angehoben und hat die Deutsche Bank auf Buy gesetzt.
Erst heute Morgen, also vielleicht jetzt auch schon ein Niveau, wo man zuschlagen könnte. Und es gab am Wochenende, wer Podcast-Fan ist, auch einen sehr interessanten Podcast mit dem IT-Vorstand, mit dem Bernd Leukert. Und zwar war das bei Finanzszene. Und er hat gemeint, dass sie unter anderem die Kosten senken wollen, indem sie ganz viele Services in die Cloud heben. Also auch an IT-Kosten mit großen Besetzungen von Menschen einfach sparen und das Ganze rein virtuell für die Kunden nutzbar machen wollen. Auch ein interessanter Fakt, und da muss man schauen, wie es letztendlich dann auch die Anleger darauf reagieren und wie es dann aufgenommen wird. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt gibt es nochmal im DAX das neue Monatstief. Der Nasdaq ist schon durch, wie ich mit einem Auge sehe. Der ist schon auf einem neuen Jahrestief und ja, der DAX noch nicht, aber auf einem Tagestief. Das sieht insgesamt weiter nach Short aus. Ja, das sieht weiter short auf. Also aktuell ist hier die Abwärtsbewegung letztendlich noch nicht gebremst worden. Es wurde nur kurzzeitig mal versucht, das offene Gap hier anzulaufen, aber da kam jetzt direkt wieder der Verkaufsdruck rein. So aktuell haben ganz klar die Short-Trader hier die Oberhand und da muss man schauen, wie es insbesondere dann auch zur US-Eröffnung heute Nachmittag hier weitergeht. Ja, da bin ich auch gespannt. Und ja, US-Eröffnung ist das Thema. Wir werden ja auch immer wieder über US-Aktien sprechen. Und da werden wir, denke ich mal, heute uns auch nochmal zusammenfinden, um ein paar interessante Werte gemeinsam durchzusprechen. Genau, da werden wir wieder vier US-Aktien dann näher in den Fokus rücken und die insbesondere noch etwas genauer analysieren. Ja, freue ich mich drauf. Insofern ganz lieben Dank erst einmal für die Vormittagssession und bis bald, Roland Jegen. Sehr gerne, bis dann. Ciao, ciao. Danke, ciao.